Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind erstmal hier bei uns im Radio unter uns und dann ungefähr eine Viertelstunde später schaltet sich das WDR-Fernsehen dazu. Da läuft gerade noch ein Film, sehe ich hier. Ja, schön, dass ihr da seid, freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir reden wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist Thorsten. Thorsten ist 38 Jahre alt. Hallo Thorsten. Hallo Jürgen, ich grüße dich. Ja, um was geht's bei dir? Bei mir geht's um das Problem oder um das Thema Alkoholsucht oder Suchtkrankheit. Bist du betroffen? Ich bin Alkoholiker, ja. Ja. Trockener Alkoholiker. Trockener Alkoholiker. Mhm. Das heißt, wie lange warst du, sagt man nasser Alkoholiker als Gegensatz zu trocken? Man sagt nasser Alkoholiker, also ja, ich sag mal, ich habe das festgestellt so Anfang 2000, also dass da irgendwas nicht stimmt. Und seitdem habe ich mehrere Entgiftungen hinter mir und ja, wie viel hast du getrunken damals? So die Trinkmenge, also so zum Schluss, ja, ich sag mal so pro Tag eine Flasche Wodka. Ja. Mhm. So ungefähr. Mhm. Verteilt auf den Tag? Verteilt auf den Tag, ja. Mhm. Wie viel? Es ging morgens los bis abends, also. Mhm. Und wie lange bist du jetzt trocken schon? Seit einem Jahr. Seit einem Jahr? Mhm. Du sagst gerade Entgiftung, Therapie. Warst du in einer Klinik auch? Ich war nur in einer Entgiftung. Mhm. Und heißt das, in einer Entgiftung zu sein? Das heißt, du bist stationär aufgenommen in einem Krankenhaus. Ja. Bei mir war es jetzt speziell eine Suchtklinik und es findet eine rein medizinische Entgiftung statt. Mhm. Das heißt, du wirst also von dem Stoff, du wirst auf Null gefahren, ja, und bekommst entsprechend Medikamente, damit die Entzugsentscheidungen nicht allzu heftig werden. Ja, ja. Und nach circa einer Woche ist die Sache im Prinzip körperlich gegessen. Mhm. Körperlich. Aber seelisch und psychisch bleibt das Problem erstmal sehr groß wahrscheinlich. Ganz genau. Ja. Das ist eigentlich mein Thema. Ich habe seit vergangenem Jahr, also seit Sommer letzten Jahres, einen festen Arbeitsplatz. Mhm. Bin Akademiker, das ist eigentlich nicht wichtig, sondern habe also einen unbefristeten, relativ gut bezahlten Job. Mhm. Und merke jetzt aber, dass eben meine Trockenheit gefährdet ist dadurch, dass ich eben noch keine Therapie gemacht habe. Therapie heißt in dem Sinne eine Langzeittherapie. Das erstreckt sich über 3 bis 4 Monate. Mhm. Und habe mich jetzt entschlossen, so etwas zu machen. Für mich selbst, weil ich der Meinung bin, dass der erste Schritt ist, trocken zu werden, also die Pulle stehen zu lassen. Und der nächste Schritt ist dann, kann man sich Gedanken darüber machen, wo vielleicht Ursachen sind, beziehungsweise wo tiefere Wurzeln liegen, die dieses Suchtverhalten hervorgebracht haben. Ja. Wie merkst du das, dass du im Moment ins Wanken gerätst oder dass du eventuell vielleicht wieder einen Schritt zu weit gehen könntest? Ich merke das, ist eine Gefühlssache. Ich merke das also an meinen Gefühlen, dass ich also in alte Gefühlsstrukturen wieder verfalle. Also dieses, was früher war, also zur nassen Zeit, dieses Frusttrinken, wenn ich traurig war, oder Belohnungstrinken oder Mut antrinken wollen, Angst vor bestimmten Situationen zu haben und zu denken. Hat dieser neue Job auch damit zu tun, dass du dich da sehr gefordert fühlst und ein bisschen Lampenfieber hast und Angst? Ganz genau. Der neue Job bedingt sehr viel Reisetätigkeit, sehr viel Flugtätigkeit und solche Geschichten. Und ist das ein Managerjob? Kann man nicht sagen. Nein, nein. Ich bin ja, man könnte sagen, leitender Angestellter, sagen wir mal so. Ja. Mhm. Aber Manager wäre viel zu hoch. Ja. Na gut, aber schon mit Verantwortung und Erwartungen, die man die gegenüber formuliert hat und so weiter. Ja, mit hoher Außenwirkung. Und jetzt kommt das eigentliche Problem, dass eben durch meinen Entschluss, dass ich diese Therapie angehen möchte oder angehe, muss ich mich meinem Arbeitgeber natürlich offenbaren.
weil der wusste das bisher vorher nicht. Das ist keine Pflicht, dem Arbeitgeber das beim Einstellungsgespräch zu sagen. Muss man sich dem offenbaren? Der erfährt es ja automatisch. Warum? Weil ich kann ja nicht einfach 4 Monate wegbleiben. Ach so, das ist so eine Therapie, wo man wirklich jeden Tag dann... Stationär, ja. Stationär. Ach so, ich dachte... Komplett weg. Also ich dachte, das könnte man ambulant machen. Ah ja. Mhm. Und das heißt, der Arbeitgeber erfährt es. Mhm. Und er hat es erfahren und seitdem... Ist das Mobbing losgegangen und seitdem... Ach, wie hat das denn erfahren? Er hat es durch mich erfahren, ich musste ja sagen, also... Ja, aber das sind doch vertrauliche Gespräche, die man mit einem Personalchef oder mit einem etwas gehobeneren Vorgesetzten führt und dann sollte das doch eigentlich bei dem bleiben. Sollte, ja, sollte. Ist aber offensichtlich nicht. Ist das eine größere Firma oder eine kleinere, in der du arbeitest? 500 Mitarbeiter. Und das ist durchgesickert und jetzt gibt es, was man Mobbing nennt? Jetzt gibt es das, was man Mobbing nennt und es hat also jetzt vor 2 Wochen ein Personalgespräch stattgefunden mit meinem Vorgesetzten und dem Personaldirektor und man hat mir eigentlich, rein rechtlich kann man mir nichts. Mhm. Ich habe, wie gesagt, ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Mhm. Die Suchterkrankung ist kein Grund zur Kündigung. Ja. Meine bisherigen Arbeitsleistungen, ich bin nicht abgemahnt. Also diese ganzen Sachen, also rechtlich ist das alles abgesichert. Sind die sauer, dass du denen das nicht von Anfang an gesagt hast? Nee, eigentlich auch das, nicht. Nee, das Gefühl habe ich nicht. Nee, sondern die, das geht eher in die auf die Schiene nach dem Motto, ja, wenn sie sind ja dann mit einem Makel behaftet und sind eigentlich nicht mehr tragbar. Wer hat das gesagt? Der Personalchef? Im Prinzip beide, natürlich nicht mit diesen Worten, aber durch die Blume. Ja. Und man hat mir also ganz klar gesagt, ja, es wird sehr schwierig für Sie, wenn Sie wieder zurückkommen. Im Prinzip wird Ihr Arbeitsplatz dann nicht mehr da sein. Weil wir müssen uns ja eine Lösung für die Zeit, wenn sie nicht da sind, überlegen. Und aber was bedeutet, gut, das ist natürlich klar, dass die zumindest eine Übergangslösung sich ausdenken müssen. Aber die müssen dich ja weiter beschäftigen, wenn du wiederkommst. Sicherlich, klar, aber das Klima wird dann natürlich frostig. Ich meine, ich... Ist denn dieses sogenannte Mobbing, was du sagst, ist das bezogen auf die Vorgesetzten oder gibt es auch gleichrangige Kollegen, die auch schon irgendwelche blöden Bemerkungen gemacht haben? Gleichrangige Kollegen, die das auch machen, allerdings keine blöden Bemerkungen hinsichtlich meiner Sucht, sondern die über meine Mitarbeiter und über diverse Umwege und Kanäle gecheckt haben, wie denn meine Arbeitsleistung ist, wie denn so meine Außenwirkung ist und so weiter und so fort und so quasi so ein Puzzle zusammengebaut haben, so nach dem Motto, also wir haben ja schon irgendwie immer gemerkt, dass mit dem was nicht stimmt. Verstehe. So in diese Richtung. Jetzt stehst du da und machst das einzig Richtige, nämlich du planst so eine Therapie zu machen, was absolut okay ist und nicht nur okay, sondern richtig ist. Und hast aber auf der anderen Seite jetzt die Angst, wenn du das machst und zurückkommst, da in sehr bedrückende Atmosphäre zu geraten, um es mal gelinde auszudrücken. Das ist genau das ist meine Angst. Mhm. Das ist meine Angst. Und vielleicht sogar irgendwelche Erfolge aus der Therapie unter Umständen gefährdet sind, weiß ich jetzt nicht, aber wenn du da so ein Feuer da dann abbekommst. Ja, das ist also im Prinzip, das ist genau, du bringst es genau auf den Punkt, das ist meine Angst, dass ich die Therapie durchführen werde und dass ich das machen werde, das ist unumstößlich. Ja, das da würde ich jetzt auch überhaupt nicht dran rütteln. Nee, also es geht um meinen Hintern. Das ist eine tödliche Krankheit und wenn ich da nichts dran mache, dann werde ich irgendwann rückfällig und dann geht alles den Bach runter. Jetzt überlege ich gerade, gäbe es jemanden, ich weiß ja, kann das ja nicht beurteilen in deinem Bereich, jemanden, der Respekt besitzt und Ansehen besitzt, der vermitteln könnte? Du meinst jetzt in meinem beruflichen Bereich? Ja. Der sowohl respektiert wird von deinem Arbeitgeber als auch von dir? Unser Unternehmen, also es gibt bei uns keinen Personal- oder Betriebsrat, an den man sich wenden könnte. Mhm. Das gibt's nicht. Sicherlich, mir würde also so direkt
so ein Vertrauter, da ich erst ein Jahr in diesem Unternehmen bin, hat sich da noch zu keinem, und ich bin auch nicht so ein Freund davon, so großartige Vertrauensverhältnisse aufzubauen im Job. Ich überlege nur gerade, wo man das ist ja ein sehr spezieller Fall, wo man da einen klugen Rat kriegen könnte. Bist du gewerkschaftlich organisiert? Oder warst du das mal? War schon vor ewigen Zeiten. Mhm. Also das ist schon ewig her. Also sicherlich, ich kann mich auf den Standpunkt stellen, ich bin auch momentan krankgeschrieben, als Schutzmaßnahme. So lange, bis die Therapie beginnt, und ich denke mal, dass es irgendwann jetzt Anfang November, Mitte November sein wird. Und es ist halt, ich kann mich natürlich auf den Standpunkt stellen, ich mache diese Therapie und komme zurück. Und dann gucken wir mal. Setze mich dahin und gehe zu meinem Chef und sage, so, hier bin ich wieder, ich habe das getan. Das kann man natürlich, aber es wäre vielleicht besser, ich glaube, es ist nicht gut, in diese Therapie zu gehen mit dieser Angst im Nacken. Wer weiß, was da auf mich zukommt, wenn ich zurückkomme. Es wäre so ein bisschen erleichternd und vielleicht sicher auch für die Therapie förderlich, wenn du reingingst in die Therapie mit dem Wissen, das ist so einigermaßen geregelt, oder ich stoße da nicht total auf eine Betonwand, wenn ich wiederkomme. Daher war meine Überlegung, wie kann man da irgendjemanden mit einbeziehen, ohne die Arbeitgeber dazu zu verärgern, sondern eine vorübergehend vernünftige Regelung zu finden. Ja, das ist eine Überlegung, sicherlich, klar. Ja, da ich den Betrieb nicht kenne, das Umfeld nicht kenne, ist das sehr schwer für mich zu sagen. Aber so diese Schiene würde ich auf jeden Fall schon mal nochmal überdenken, überlegen, auch sehr vorsichtig sein, wen man anspricht, auf jeden Fall jemanden, der unter Schweigepflicht steht, dass man dann nicht noch neue Aggressionen weckt oder so. Das ist wirklich sehr schwierig. Auf keinen Fall, selbst wenn dir das nicht gelingen sollte, dann würde ich wirklich auch auf volles Risiko gehen und sagen, okay, komm, jetzt ist mir das alles egal, ich mache jetzt erstmal meine Therapie, sehe zu, dass ich stabil werde und mit den Füßen richtig auf den Boden komme, und dann werde ich das schon ausfechten. Vielleicht werden sich die Wogen auch geglättet haben. Auch da muss man immer sehr vorsichtig sein. Da kann auch viel Bluff im Gang sein. Und wenn du dann wieder da bist und gute Arbeit machst, dann kann sich das auch wieder regeln. Ist alles sehr schwierig zu beurteilen. Ja, das hatte ich in diesem Personalgespräch auch gesagt. Ich habe gesagt, es dauert ja eine Zeit, bis ich wieder da bin. Es sind ja nicht nur 14 Tage, sondern es wird irgendwann im Frühjahr, also sprich Januar, Februar nächsten Jahres sein, sag ich, und die Zeit heilt auch einiges oder kann einiges heilen, sag ich, und vielleicht haben sich bis dahin, wie du genau gerade richtig sagtest, die Wogen geglättet Ich mache mal einen Vorschlag, ich bitte mal unsere Zuhörer, vielleicht wer da Erfahrungen hat in solchen Bereichen oder vielleicht einen wirklich sehr schlauen und konkreten Rat hätte, uns doch bitte zu mailen an domian@wdr.de. Das wäre sehr lieb. Und wir geben das mal an den Thorsten weiter. Dann kannst du ja mal sehen, was du damit machst oder vielleicht mit der einen oder anderen Person mal ein Gespräch führst. Vielleicht aus gewerkschaftlicher Seite oder ich weiß nicht. Das Problem ist ja jetzt klar formuliert worden. Ja. Und ich könnte fast mir vorstellen, dass der eine oder andere eine Idee hat, wie man das mit sachten Händen gut löst, sagen wir es so. Weil ich denke mal, es ist kein Einzelfall, ne? Mit Sicherheit nicht. Und in der heutigen Zeit, sag ich mal, man hat mir natürlich gesagt, wie wäre es denn für Sie, wenn Sie nicht einfach einen Neuanfang wagen oder starten, also nach dem Motto, kündige du doch selber. Ja, die wollen nicht loswerden. Ne? Ja, klar. Nee, da würde ich mich auch gar nicht drauf einlassen. Nee, auf sowas, auf gar keinen Fall. Ja. Auf keinen Fall. Thorsten, wir verbleiben mal so. Wir haben deine Telefonnummer und wenn hier was Interessantes bei uns reinkommt, rufen wir dich an und setzen uns mit dir in Verbindung, und dann kannst du die Mails lesen und entscheiden. Das ist sehr lieb. Ja, Thorsten, alles Liebe, alles Gute. Danke für das Gespräch, Thorsten. Jo, tschüss. Bis dahin, ciao. So, meine Lieben, jetzt haben wir noch ein paar Sekunden, ein paar Minuten, eine Minute ungefähr Zeit. Da machen wir ein klein bisschen Musik und dann kommt das wieder Fernsehen.
meine lieben Fernsehzuschauer, schön, dass ihr auch da seid. Wir sind im Fernsehen ein bisschen zu spät, bitten das zu entschuldigen. Aber nun sind wir da und ich hoffe, ihr seid auch alle da. Und wir haben heute wie immer eine freie Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Meine Anruferin, die jetzt in der Leitung ist und hier stark da am Telefon sitzt, ist die Jennifer und die ist 19 Jahre alt. Hallo Jennifer. Hallo Domian. Warum rufst du an? Beziehungsweise ich habe ein großes Problem. Mein Freund, der hat heute seine Arbeit verloren. Dem ist es heute gesagt worden. Und ja, und jetzt wissen wir halt nicht, wie es weitergeht. Wie alt ist der Freund? Ich habe halt auch Angst um ihn, dass er vielleicht irgendwas macht, was so auf der Heimfahrt, dass ihm da was passiert oder so. Er ist noch nicht zu Hause? Nee, der ist noch an der Arbeit. Wie alt ist er? 27. 27. Und was hat er für eine Arbeit gehabt? Der war Mechatroniker. Mechatroniker? Jawohl. Was ist das? Das ist ein Mix zwischen Schlosser und Elektroniker. Verstehe. Wie lange war er in dem Job? Also der hat da gelernt 3 Jahre, dann ist er 1 Jahr übernommen worden, mussten sie ihn übernehmen und jetzt ist er zum Ende November gekündigt worden, also so 4 Jahre ungefähr. Ja. Und wie lange seid ihr schon zusammen? 1 Jahr. 1 Jahr. Er ist noch unterwegs, hast du? Ja, der ist noch an der Arbeit, der kommt heute Nacht um 4 Uhr erst heim. Ja. Du hast heute mit ihm telefoniert schon? Nee, er hat mir das gemailt. Also er hat mich nicht angerufen. Ich habe erst gesagt, er soll mich anrufen, wenn er was Neues davon weiß. Aber er war so fix und fertig und wollte auch nicht telefonieren. Und ja. Hat er dir gemailt oder eine SMS geschickt? Ja, der hat mir SMS geschickt. Ja. Besteht denn die Möglichkeit für dich, dass du ihn jetzt vielleicht auch, das ist ja eine Nachtschicht, die er da hat offensichtlich, dass du ihn ja mal anrufst? Kann er da an... Ja, er geht da nicht ans Telefon. Also er will das auch nicht. Das hat er mir dann auch geschrieben. Wenn ich anrufe, wird er nicht drangehen, das hat er dann auch gesagt und ja. So, hast du wirklich akute Angst, dass er sich was antut, dass er... Ja. Ganz, ganz wirklich? Ja. Wie weit entfernt ist denn das? Er arbeitet in Frankfurt. Und wie weit entfernt ist das von dir? Ungefähr 60 Kilometer. Ach, 60 Kilometer. Bist du auch berufstätig? Musst du morgen früh raus? Nee, ich muss nicht raus. Ich fange erst im November an zu lernen. Ja. Hast du ein Auto? Ja. Ja. Ja, ich überlege es gerade, vielleicht könntest du ihn abholen fahren, dass du... Nee, es geht eigentlich um, also gut, er hat seine Arbeit verloren, das ist richtig. Ja. Und ich habe halt Angst, dass ihm da was passiert und da mir jetzt auch kein Geld mehr, wenn er da jetzt ab Ende November gekündigt worden ist, habe ich mir überlegt, dass ich irgendwie einen Begleitservice oder was machen tue, damit irgendwie Geld ins Haus kommt. Ach so. Darum geht's eigentlich. Ach so. Also es geht nicht darum, dass du nur genau Angst hast, dass er heute Nacht sich was antut. Naja, so im Allgemeinen überhaupt, dass da irgendwas passiert. Dass so im Laufe der nächsten Wochen vielleicht irgendwie was passieren könnte. Ich verstehe. Ich hatte gerade gedacht, dass du ganz akut jetzt für die nächsten Stunden Angst hast. Ja. Genau. So, es ist die Überlegung bei dir, auf den Strich zu gehen. Wollen wir es mal klar ausdrücken, ne? Begleitagentur klingt immer so schick. Nee, also das jetzt nicht. Also so nicht so, dass ich mich jetzt als Hure verkaufen will, sondern... Dass halt begleitet ist, sag mal, wenn jetzt einer da anrufen würde, in so einer Agentur zum Beispiel, so, dass der jemand braucht, wenn er weggeht, so Theater, Kino. Und ja, aber die Grenzen sind ja fließend, ne? Ja. Gibt es überhaupt Agenturen, wo es nur um Begleitung geht und nicht um Sex? Das weiß ich nicht. Hast du das deinem Freund auch gesagt? Nee, der weiß davon gar nichts, der wird ausrasten, wenn er das wüsste. So, und somit haben wir eigentlich schon die Entscheidung getroffen, dass du das nicht wirst machen. Dein Freund ist ja nun schon belastet genug, dass er seinen Job verloren hat. Ja, aber da steht auch einiges auf dem Spiel halt. Das Haus muss dann weg, weil er hat ein großes Haus und ja. Okay, alles kein Argument. Wenn du jetzt auch noch ankommst und sagst, ich mache Begleitagentur, was natürlich jeder mit Prostitution assoziiert, jeder denkt da an Prostitution, an Huren. Auch wenn man sagt, naja, ich gehe nur mal so mit und aber wie gesagt, wo sind ja die Grenzen und er das absolut nicht will, machst du ihm ja zusätzlich noch großen Kummer und Ärger. Ja, also er würde das dann auch nicht erfahren von mir, also steht es dann geheim halt. Nee, genau das darf auch nicht passieren, Jennifer. Das ist für euch jetzt schon eine schwierige Situation, dass er arbeitslos geworden ist. Jetzt verschwierige die Situation nicht dadurch, dass du auch noch eine ganz große Lüge aufbaust.
Und stell dir mal vor, alles kann irgendwie rauskommen. Da kann man vorher tausendmal sagen, nee, das kommt nicht raus. Es kommen die verrücktesten Sachen raus, durch Zufälle, durch Umstände. Und das kommt dann, und das würde an ihn herangetragen. Somit wäre die Beziehung kaputt. Mhm. Ja, aber ich weiß auch schon nicht, was ich machen soll. Wie ist denn deine Situation? Du bist 19 Jahre alt, was hast du für einen Abschluss? Ich habe einen Hauptschulabschluss. Ich fange jetzt im November meine Ausbildung an. Ja. Und ja, und er steht jetzt halt... Und die der Ausbildungsplatz ist schon mal sicher? Ja, der ist schon sicher. So, das ist doch schon mal was, Mensch. Ja, aber da kommen unsere Schulden auch nicht runter davon. Also ich verdiene da nur 433 Euro und 5.000 Euro Schulden, die kriegt man da damit nicht. Wie viele Schulden habt ihr? Ja, Schulden haben wir. Wie viel? 5.000. 50.000? Ja, circa. Puh, warum so viel? Ja, das Auto und dann Kredite noch. Und ja. Was war das gerade mit dem Haus? Habt ihr auch ein eigenes Haus schon? Ja, er hat ein Haus. Also das hat er von seinem Vater vererbt bekommen. Mhm. Aber da lastet ja auch ein bisschen was drauf und das muss ja auch alles bezahlt werden. Das geht ja sonst nicht. Okay, also die Situation ist ernst. Aber da ist zumindest schon mal ein Haus. Ja. Das ist ja auch schon mal gut und da lastet nur ein bisschen drauf, sagst du. Ja, das weiß nicht ungefähr, wie viel da drauf lastet, aber das muss ja auch irgendwie alles bezahlt werden. Ja. Okay. Das ist mir schon klar, dass die Situation ernst ist und kompliziert, aber die ist nicht hoffnungslos und nicht aussichtslos. Auf jeden Fall finde ich, dass du deine Lehre beginnen solltest, deine Ausbildung. Mhm. Auf jeden Fall finde ich, dass du nicht dieser Idee nachgehen sollst, die du mir gerade erzählt hast. Mhm. Und schon gar nicht mit einer Lüge in die Beziehung dann weiterzugehen. Sondern setzt euch zusammen, überlegt, wo ihr sparen könnt, was ihr vielleicht verkaufen könnt, wo ihr eure Ansprüche runterfahren könntet oder müsst. Und wenn zur Not das Haus verkauft werden muss. Weißt du, und wenn zur Not das Haus verkauft werden muss, dann lieber das Haus verkaufen, als dass du das machst, was du mir gerade erzählt hast. Ja, das so einfach ist das. Nein, das ist mir klar. Das ist mir immer völlig klar, wenn ich sowas sage, dass das nicht einfach ist. Und missverstehe mich nicht, dass ich das einfach so dahin sage. Aber lass uns doch erstmal einfach ausschließen, was nicht sein sollte. Nicht sein sollte, dass du als Begleitservice-Frau gehst und dass du deinen Freund belügst. Ne? Das ist doch schon mal, finde ich, auch schon mal eine klare Überlegung, oder? Ja, aber ich weiß ja nicht auch sonst, wie ich sonst noch Geld mit reinbringen kann. Ja, aber weißt du, wie viele Leute arbeitslos sind und die es auch irgendwie schaffen? Und dein Freund, der ist 27 Jahre alt, der hat eine Ausbildung. Wer weiß, vielleicht wenn er sich richtig reinhängt, hat er in einem halben oder dreiviertel Jahr hat er wieder was. Bis dahin kriegt er ja nur ist er nicht völlig ohne Einkünfte danach. Ja, aber wenn er jetzt draußen ist und er wird echt jetzt bis Ende November nichts kriegen, will er ja anfangen zu studieren, dann wird ja alles verkauft, also. Ach so, so eine Überlegung gibt es schon, dass er dann studieren will. Ja, aber das geht ja auch nicht. Wie will er denn das machen? Dann ist er weg, dann ist das Haus weg, dann ist alles weg und. Ja, Moment mal. Und er also hat ja auch gar kein Geld zum Studieren, das geht ja alles nicht. Hatte er sich dann das schon überlegt, dass er das Haus dann verkaufen will, wenn er studiert? Ja. Ja, also hat er doch da schon auch Pläne im Kopf und das ist doch auch eine gute Idee, dass er sich dann weiter qualifiziert. Dann geht es halt anders irgendwie, dann muss er halt das Haus verkaufen und muss jobben. Was weiß ich, wie viele Studenten rumjobben und sich auch über Wasser halten. Ja, aber wenn er studiert, will er sich ja dann auch von mir trennen, das hat er heute gerade zu mir gesagt. Heute Morgen, bevor er auf die Arbeit gefahren ist, hat er gesagt, also wenn er das nicht kriegen sollte, also... dass er übernommen ist und dann fängt er an zu studieren und dann müssen wir uns trennen, hat er gesagt. Das geht dann nicht anders. Verstehe ich nicht, den Zusammenhang. Wieso er sich denn von dir trennen will? Warum? Ah ja, weil er dann ja nach Darmstadt geht zum Studieren und ich wohne ja dann hier und das sind unheimlich viele Kilometer und er will halt auch keine Wochenendbeziehung dann. Ja, aber jetzt mal langsam. Wie viele Kilometer wären das? 100. Ja, Gott, was sind das? Das sind doch nicht unheimlich viele Kilometer. Was weiß ich, wie viele Paare es gibt, die noch viel weiter auseinander wohnen und es funktioniert. Das würde ich jetzt im ersten Moment mal nicht so ernst nehmen. Der ist heute geschockt und verärgert und traurig. Was er da jetzt im ersten Moment alles so sagt, würde ich jetzt erstmal auf mich zukommen lassen, an deiner Stelle. Mhm. Wenn der wirklich sich trennen will, nur aufgrund der Tatsache, weil er 100 Kilometer entfernt studiert, dann liebt er dich auch nicht. Dann liebt er dich nicht mehr. Also da müssen wir gar nicht weiterreden. Also ich würde jetzt erstmal sagen, erstmal ein bisschen Ruhe, ein bisschen Zeit vergehen lassen, vom Schock erholen und mal in Ruhe reden, wie man das Leben dann besser organisieren kann. Ja.
und keine Begleitagentur. Okay. Aufmachen oder dorthin gehen. Ja. Mach deine was für eine Ausbildung machst du? Als Altenpflegerin. Ja, ist doch ein toller Beruf, Mensch. Ein toller Beruf, mit dem du sicherlich, wenn du dich jetzt dazu entschieden hast, das zu machen, auch große Erfüllung finden wirst später mal. Mhm. Jennifer. Ja. Das war es, was meine Meinung ist zu dem, was du gesagt hast. Ah ja, die wollte ich ja auch mal haben. Ja. Alles Gute, alles Liebe, schönen Gruß an deinen Freund. Können wir noch Autogrammkarten von dir kriegen? Ja, dann legst du bitte auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar. Okay, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, heute ist hier eine freie Themennacht. Morgen haben wir ein festes Thema die ganze Sendung über. Und morgen heißt unser Thema, ich bin ein knallharter Egoist. Ich möchte nur mit Leuten reden, oder hauptsächlich mit Leuten reden, die sagen, ja, ich bin ein Egoist, ein Egomane. In erster Linie geht es um mich. Ich liebe mich selbst am allermeisten. Und dann kommen erstmal eine ganze Weile gar nicht, sondern irgendwann kommt jemand. Würde auch ganz gerne morgen mit Opfern von Egoisten reden. Wenn ihr gerne morgen mit mir reden wollt, dann meldet euch am besten heute schon an unter domian@wdr.de. Ich bin ein knallharter Egoist. Morgen unser Thema. Hier ist Jörg und Jörg ist 25 Jahre alt. Hallo Jörg. Ja. Hallo Jörg, guten Morgen. Hallo Domian. Ja. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ich habe ein sehr großes Problem. Und zwar, das geht um meinen Sohn. Ja. In der Pflegefamilie. Ja. Ja, und das ist so gekommen, als mein Sohn drei Monate alt war. Ja. Da ist mir was sehr Schlimmes passiert. Das heißt, ich habe meine Kraft nicht unter Kontrolle. Ja, was hast du gemacht? Ja, ich habe meinen Sohn, ja, verletzt. Sag ich mal so. Ja, was heißt verletzt? Was hast du gemacht konkret? Ja, ich wollte ihn eigentlich schützen, dass er mir nicht aus den Händen fällt, weil ich hatte ihn gerade gebadet. Mhm. Und ja, da droht er irgendwie zu rutschen und ja, da habe ich ein bisschen doller zugedrückt. Und da ist ihm leider irgendwas gebrochen. Ja, also was heißt irgendwas? Du weißt es doch genau. Ja, die Rippen sind ihm dann gebrochen. Du hast das kleine Baby so fest gedrückt, dass ihm die Rippen gebrochen sind. Ja. Hast du das gemacht, um ihn zu schützen, wie du es gerade gesagt hast, oder ist er dir auf die Nerven gegangen? Nein, ich wollte ihn regelrecht eigentlich schützen. Hm. Ist sehr schwer nachzuvollziehen, wie einem das passieren kann. Eigentlich hat man so ein kleines Kind doch mit Samthandschuhen an. Das. Ja, eigentlich schon. Warum ist dir das passiert? Kurz bevor ich das Kind baden wollte, hatte meine Freundin noch nicht Stress. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich das Kind im Arm habe oder irgendwie auf dem Schoß oder sowas, muss ich an meine Kindheit denken. Mhm. Weil ich wurde früher, als ich 6 oder 7 Jahre alt war, wurde ich über eine Woche lang in einem dunklen Raum eingesperrt, ohne Essen, ohne Trinken, ohne alles. Mhm. Und ja. Also schlimme Erinnerungen an die eigene Kindheit. Dann vorher Stress mit der Freundin gehabt. Richtig. Das heißt, da hatte sich so einiges zusammengebraut in dir. Genau. Und es ist dann übergeleitet zu dem Kind. Richtig, leider. Durch ein zu festes Zupacken. Das Kind war 3 Monate alt. Richtig. Wie hat das Kind reagiert? Hat es angefangen bitterlich zu weinen, zu schreien? Nein, eben nicht. Ich kann das jetzt im Moment nicht mehr so beschreiben, aber einfach stinknormal weiter, normal geweint und normal weitergemacht. Mhm. Ich habe das leider auch nicht sofort jemandem gesagt, weil ich Angst habe, dass das wieder passiert, was mit mir passiert ist, wo ich 7 war. Also, dass du wieder eine Strafe bekommst, oder was? Richtig. Mhm. Also, du hast das schon währenddessen gemerkt, dass du zu fest zugepackt hast? Nicht direkt gemerkt. Ich wusste nicht, was ich da im Moment tue oder was passiert ist. Mhm. Ich konnte das nicht so realisieren. Ja, aber du hast gerade gesagt, du hast da niemandem direkt was gesagt. Herausschließlich, dass du schon irgendwas gemerkt hast. Ja, ich wusste, dass irgendwas passiert ist,
aber ich wusste nicht was, mhm, und ich wusste nicht, ich konnte mir diese Situation, diese paar Sekunden nicht erklären. Okay, wann ist es rausgekommen, dass das Kind verletzt ist? 10 Tage später. Erst 10 Tage später. Ja. Wie ist es dann rausgekommen? Meine Freundin sagte, hier, irgendwas stimmt da nicht, hier einfach nur im Zuvoruntersuchung oder mhm, irgendwie sowas. Mhm. Und dann war das Kind, glaube ich, auch noch ein bisschen krank. Mhm. Also hatte Blähungen und solche Sachen. Ja, und da sind wir zum Arzt damit gegangen und da sagten die mir das. Ja, was genau für Verletzungen waren es jetzt? Es waren Rippenbrüche? Es waren Rippenbrüche, ja. Und auch innere Verletzungen? Sonst eigentlich nicht. Mhm. Nur eben, dass die Rippen gebrochen sind. So, das war die Vorgeschichte. Ja. Hast du dann relativ bald das eingestanden, dass du schuld daran bist? Nachdem sie mich 30.000 Mal so gesagt gefragt haben, wie ist das passiert, und ich dann nicht direkt erklären konnte, habe ich mit meinem Vater darüber gesprochen. Kurze Zwischenfrage, wer hat dich befragt? Das Jugendamt oder die Ärzte? Jugendamt, Polizei, Ärzte und alle waren kam alles, mhm, ja, kam alles auf mich sofort zu. Ja, und dann hast du deinen Vater mit einbezogen. Ja, mein Vater wusste so gesagt auch davon, logischerweise, weil ich weiß nicht warum, aber ich kann mit meinem Vater jetzt hundertprozentig gut. Woher wusste er? Er wusste das zu dem Zeitpunkt schon, dass da was passiert war? Ja, ich sagte zu ihm hier, du, mit Justin ist irgendwas, so heißt unser Sohn. Mhm. Und wir sind im Krankenhaus, irgendwas ist mit Justin. Mhm. Und ich, wo ich meinen Vater angerufen habe, bin ich auch so gesagt in der Telefonzelle auch zusammengebrochen. Mhm. Also, ich wusste nicht, was direkt passiert war. So, jetzt haben wir die Vorgeschichte verstanden. Jetzt machen wir nochmal einen Sprung in die Jetztzeit. Wie alt ist der Junge jetzt? Jetzt ist er über ein Jahr. Über ein Jahr. Und er ist jetzt in einer Pflegefamilie. Richtig. Warum hat man ihn nicht bei der Mutter gelassen? Weil die Mutter sich dafür entschieden hat, dafür entschieden hat, bei mir zu bleiben. Mhm. Und Jugendamt hat auch gesagt, hier, warum hast du das denn nicht gemerkt? Du als Mutter müsstest das merken. Mhm. Also gibt es eine Schuldzuweisung auch an sie? Ja. Ja. Das heißt, du bist jetzt mit deiner Partnerin noch zusammen? Ja. Und euer Kind ist weg? Unser Kind ist weg. Wie geht sie denn, erstmal gefragt, sie damit um, dass ihr Kind weg ist? Sie ist natürlich traurig. Wie denkt sie denn, wie verhält sie sich denn dir gegenüber? Macht sie dir Vorwürfe? Gab es Streit? Also es gibt zwischendurch Streit, aber dann, na, irgendwann fangen wir uns dann wieder und dann, ja, ich weiß nicht, wie ich es direkt beschreiben soll. Auf jeden Fall seid ihr noch zusammen und das hat nicht dazu geführt, dass sie sich von dir getrennt hat. Mhm. Ist das denn jetzt so ein, wird er immer in der Pflegefamilie bleiben oder ist das eine Übergangslösung? Wahrscheinlich die erste Zeit wird er da bleiben. Mhm. Wir wollen natürlich alles versuchen, dass ich oder dass wir das Kind wiederbekommen. Mhm. Und wenn das nur mit jedem Tag Hilfe ist, das heißt, es gibt so eine Hilfsbereitschaft. Mhm. Aber was ich ganz wichtig finde, ist deine Person. Was ist mit dir los? Du scheinst offensichtlich schlimme Dinge in deinem Leben erlebt zu haben. Und da gibt es Situationen, wo du nicht Herr deiner selbst bist. Wo Dinge passieren, die du bewusst gar nicht machen möchtest. Richtig. Hast du denn jetzt daraus auch eine Konsequenz gezogen und hast... warst du bei einem Psychiater, bei einem Psychologen in der Therapie oder hast irgendwas gemacht? Ich habe jetzt was gemacht. Ich will natürlich erstmal als allererste Stelle meinen Sohn wiedersehen, wiederhören, was auch immer. Darf ich jetzt alles nicht? Mhm. Darf ich mal unterbrechen? Ich finde nicht, dass du an allererster Stelle deinen Sohn wiedersehen solltest, sondern ich finde, dass du an allererster Stelle erstmal dich behandeln lassen solltest. Da bin ich gerade bei. Ja. Also ich werde mich, was mir sehr schwer gefallen ist, ich werde mich in Norden, so heißt eine Stadt oder ein Ort bei uns, im Krankenhaus in der Psychiatrie einweisen lassen. Mhm.
Okay, wenn das der richtige Weg ist, das weiß ich nicht. Für den Fall würde ich dir gerne gleich nochmal meine Psychologin geben, was sie in dem Fall empfehlen wird. Mhm. Ich finde auch, ich höre ja auch aus der Art, wie du das erzählst, dass du dein Kind vermisst und dass dir das sehr leid tut. Ja, logisch. Ja. Und da ist was passiert, was natürlich nicht hätte, um Gottes Willen, nicht hätte passieren dürfen. Mhm. Das heißt, du musst, ich sag's jetzt mal ganz platt, du musst dich erstmal in Ordnung kriegen. Mhm. Und das musst du auch den Behörden und allen Leuten außen beweisen. Erst dann wird man auch dir wieder das Vertrauen schenken und dir dein Kind zurückgeben. Das heißt, du musst wirklich handeln. Du bist am Zug. Du musst es für dich tun und für dein Kind. Ich bin dabei. So. Und jetzt möchte ich gerne, dass du mit meiner Psychologin weitersprichst. Weil ich nicht weiß, ob generell eine grundsätzliche Einweisung in die Psychiatrie in diesem Fall der richtige Weg ist. Vielleicht ist er das, aber da wissen die Fachleute besser Bescheid. Mhm. Und da kannst du vielleicht dann noch die eine oder andere Beratung jetzt von meiner Psychologin bekommen, was du tun solltest. Ja. Bist du einverstanden? Ja. Ja, dann machen wir es so, lieber Jörg, dann legst du auf und Simone, so heißt meine Psychologin, ruft dich jetzt gleich an. Mhm. Alles Gute. Könnte ich vielleicht noch irgendwie ein Autogramm haben? Ja, dann sagst du meine Psychologin deine Adresse und dann bekommst du es. Okay. Okay? Dankeschön. Alles Gute. Ja. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, dann bitte diese Nummer wählen und wenn ihr mailt, dann domian@wdr.de und eure Telefonnummer auf die Mail draufschreiben. Hier ist Angela und Angela, ja, hallo. Genau, 32 Jahre alt. Ja. Ich schütze gerade, weil es ein berühmter Name mittlerweile ist, ne, Angela? Nee, eigentlich Angela. Angela. Ja. Dann sage ich auch Angela und nicht Angela. Ja. Angela, um was geht's bei dir? Also es geht einmal um meinen Sohn. Mhm. Also schon schwierig zu erzählen. So. Also, wie alt ist denn der Sohn? 11. Ja. Und der ist halt zweimal angefasst worden von verschiedenen Personen. Mhm. Und ja, hat halt auch, halt ist in der Schule passiert. Ich sage jetzt auch die Schule nicht. Das ging über 4 Jahre und halt dieses Jahr von einem Mann. Und er macht halt auch, eigentlich hat er ambulante Therapie gemacht. Moment, also mal, er ist von zwei verschiedenen Männern sexuell? Nee, einmal von einer Mitschülerin und einem Mitschüler. Wie alt waren die? Die genauso alt wie er. Mhm. Also der eine hatte auch eine Psychose. Und mhm. Ja, und bei dem zweiten war es um einen, ging es um einen Mann, halt schon älter und so, ja. Um den zweiten, der war wesentlich älter? Der war wesentlich älter, ja. Auch ein Schüler noch? Nee, das war hier im Umkreis. Ja, und wie alt war der Mann? Der ist 38. 38 Jahre alt. Keine Ahnung. Ja. Und was ist da genau passiert mit dem Älteren? Also schon so, das glaube ich, das volle Programm. Mhm. So halt Missbrauch und so, ja. Weißt du, das Erste, war, bin ich jetzt gar nicht so sehr im ersten Moment drauf eingegangen, weil du sagst, das waren Gleichaltrige. Aber auch schon so halt, dass das eigentlich halt, ja, keine Ahnung. Hm. Ich weiß gar nicht, wie ich das erzählen soll. Ja, wobei, ohne jetzt die Einzelheiten zu kennen, macht mich jetzt der zweite Fall sehr besorgter. Wenn ein 38-jähriger Mann mit einem 11-jährigen Jungen was macht, ist es immer schlimm, wenn Gleichaltrige untereinander was machen. Kann man das vielleicht auch abtun als Spielereien, was Kinder miteinander machen? Ja, war aber nicht Spielerei so. Also der hat da sehr drunter gelitten. Der war halt auch in der Therapie, in der normalen, also ambulant. Deswegen, das ging auch zur Anzeige, wo da ja nicht viel passiert, weil es halt Minderjährige sind. Ja. Also und die beiden haben ihn quasi richtig belästigt und... Ja, richtig belästigt und eingesperrt und unter Druck gesetzt mit, wenn er was erzählt, dann stirbt er und solche Sachen, ja. Mhm. Hat er dir dann doch irgendwann was erzählt? Ja, er hat mir das irgendwann erzählt und ich habe das auf der Schule gemeldet und die meinten, ich sollte das nicht so abtun, so ich sollte das wäre nicht so schlimm. Haben die gesagt? Ja, haben die gesagt. Mhm. Ja, bis ich dann halt in die Therapie, in die Ambulanz, da gibt es ja diese Kinderschutzambulanz und da waren wir dann jetzt fast 1,5 Jahre ungefähr und ja, dann wurden die halt auch angezeigt und die sind auch nicht mehr auf der Schule. Wie lange hat das gedauert mit 4 Jahre? 4 Jahre. 4 Jahre. Mhm. So. Und die andere Geschichte mit dem viel, viel älteren Mann. Das war dieses Jahr im März. War das auch über... März. War das ein einmaliger Vorfall? Nee, schon mehrere Male. Wie hast du das erfahren?
Das habe ich mehr oder weniger durch, weil er auf einmal mit Geschenken nach Hause kam und dann kam halt, dass auf einmal zwischen den Beinen alles wund war und er immer komischer wurde und ich halt auch, wir immer noch in dieser Kinderschutzambulanz halt auch waren. Mhm. Und dann habe ich das halt erzählt, dass er halt so sich immer mehr verändert und das Verhalten halt sehr extrem wurde. Mhm. Und dann irgendwann habe ich halt diesen Namen gesagt und dann ist er halt zusammengebrochen und dann ist das alles rausgekommen. Mhm. Ist das ein Bekannter der Familie? Nein, kein Bekannter der Familie. Mhm. Aber schon ein Bekannter, so den man so kennt? Ja, den man so kennt, genau. Mhm. Mhm. Ja. Hast du Anzeige erstattet? Ja, habe ich. Ja. Läuft die ganze Sache? Läuft gerade? Läuft, ja, die läuft. Und er ist jetzt in der stationären Therapie, weil es nicht mehr ging zu Hause. Dein Sohn? Ja, weil er seit, ja, ich kann das jetzt nicht so sagen, weil sonst, ja. Das heißt, dass dem Kleinen wirklich übel mitgespielt wurde. Ja. Einmal die Geschichte in der Schule und dann jetzt so etwas auch noch. Ja, und gerade vom Erwachsenen so. Das und dann auch noch von einem Erwachsenen. Ja. Weißt du, ob dieser Mann, der jetzt angezeigt worden ist von dir, ob da noch andere Kinder auch? Ja, ich habe das gehört. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es stimmt, aber also es sind wohl Vorfälle auch noch da gewesen. Ja, so, jetzt ist dein Kind in der Psychiatrie. Ja, in der Therapie. In der Therapie. Also, ja. Also aber stationär. Stationär, ja. Mhm. Wie lange schon? Seit letzter Woche. Mhm. Noch nicht so lange. Mhm. Wie geht es die jetzt dabei, dass dein Kind weg ist und dein Kind hat schlimme Sachen erleiden müssen? Das Problem ist, ich weiß so, wie das er da durchmacht. So, das weiß ich halt alles, weil ich das selber als Kind erlebt habe. Aber ich kann das nicht so an mich ranlassen. Das hört sich vielleicht kühl und so an, aber das ist halt für mich ein Schutz, so, weil sonst kommen meine Sachen hoch und dann kann ich da gar nicht mehr mit umgehen. Das heißt, du bist selbst Opfer von sexuellem Missbrauch gewesen. Ja, und wenn ich das auch nicht so ranlasse, ich glaube, dann würde ich zusammenbrechen. Dann geht gar nichts mehr, glaube ich. Ist es in deinem Fall denn therapiert worden damals? Nee. Überhaupt gar nicht? Nee. Das heißt, du bist jetzt durch die schlimmen Erlebnisse deines Kindes mit dir wieder konfrontiert worden. Ja, so ungefähr. Das heißt, all die Erinnerungen sind jetzt ausgebrochen, die du irgendwie... Die waren vorher zwischendurch auch, aber ich konnte das immer so wegschalten und jetzt fängt das langsam an, dass es halt irgendwie gar nicht geht. So. Und aber ich muss halt stark sein oder wie auch immer, wie man das halt nennen muss. So. Ja. Wie alt warst du, wenn ich dich fragen darf, als... Drei Jahre. Hat man da Erinnerungen? Ja. Es ging irgendwie bis zum 12. Lebensjahr. Ach so. Es fing so früh an und ging bis zum 12. Lebensjahr. Ja, das ist schön. Ach du liebe Himmel. Ja. War es ein Familienmitglied? Ja, war es. Ja. Ja. Der Vater? Nee, der Freund von meiner Oma. So. Wie kam es dann, dass der mit von dir abgelassen hat, als du 12 warst? Ich glaube, weil ich sehr trotzig war und weil ich, weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Das hat auch niemand gemerkt damals? Nee, nur meine große Schwester, aber ja, die hat das nicht gesagt. So. Ja. Weiß heute irgendjemand davon? Ja, meine Mama. Die weiß das? Ja, die weiß das. Bist du in einer Beziehung auch oder bist du alleinerziehende Mutter? Ich bin alleinerziehende Mama, aber ich habe mich irgendwie gerade neu verliebt so und das ist aber irgendwie auch schon wieder ganz schwierig für mich so. Mhm. Weil irgendwie sind wir beide sehr gleich, er kann das nicht haben mit der Nähe, ich kann das nicht haben mit der Nähe und das ist schon alles ein bisschen ganz komisch. Und ich so. Glaube ja, Angela, das ist auch meine Erfahrung, dass Menschen, die in Kinder in ihrer Kindheit Opfer von sexuellem Missbrauch waren, dass die es eigentlich in der Regel nicht alleine schaffen, diese schweren seelischen Verletzungen zu überwinden. Nee, schafft man auch nicht. Man kann es verdrängen und man kann es immer wieder zur Seite schieben, aber wirklich aufarbeiten, das ist schon schwer genug mit einem Fachmann zusammen. Also es weiß keiner, was da genau passiert ist. Das habe ich noch nie einem erzählt. Es weiß wohl das, was passiert ist, das weiß wohl, wissen halt welche, aber nicht, was da passiert ist. Das kann ich nicht erzählen. Das geht nicht so. Und jetzt mit meinem Sohn, das ist eigentlich... Ich will eigentlich darauf hinaus. Ich weiß nicht, ob du die Kraft hast, auf Dauer die Starke zu spielen und eine wirkliche Hilfe deinem Kind zu sein. Ich weiß. Wenn du dir selbst nicht hilfst. Wenn du selbst nicht vielleicht jetzt diesen Anlass, diesen traurigen Anlass nimmst und überlegst, diesen schweren Schritt zu gehen, in deine eigene Vergangenheit zurückzugehen. Ich meine, du rufst ja immerhin hier bei mir an
Und erzählst mir auch etwas extrem Intimes aus deinem Leben. Ja, das ist auch vielleicht einfach, weil es ein Außenstehender ist. Ja. So. Und so, ich habe halt, wir haben halt so eine Hilfe bei uns zu Hause und der sieht das so, ja, halt diese ganzen Verhaltensauffälligkeiten, die er jetzt hat, so mit halt bestimmten Sachen, so. Ja, das ist halt, das kann man davon gar nicht sehen, dass das davon kommt. So, der, ja, der kann sich da nicht reinversetzen. Er meint, der macht zwar eine Therapie, aber das ist nicht so ungefähr schlimm, das kann man vergessen. So. Ja, und das nervt mich ein bisschen. So, ja. Was ist das? Wer ist das? Eine Haushaltshilfe, oder? Nee, das ist so eine Familienhilfe. Ach so. Ja, und die kommt einmal die Woche und er meint, das kommt dann halt von der Erziehung, aber ich denke, der hat zwei schwere Traumas erlebt. Und das ist schon was ganz Schlimmes, so, und dass er solche starken Verhaltensauffälligkeiten hat, wie er sie auch hat. Du sprichst jetzt von deinem Sohn. Ich sprich von meinem Sohn, ja. Weil der hat schon sehr starke Verhaltensauffälligkeiten. Ja. So wie, dass er sich halt umbringen wollte und solche Sachen. Ich meine, er ist ja jetzt im Moment in hoffentlich guten Händen. Ja, ist er. Ist er. Ja, auf jeden Fall. Aber ich will nochmal darauf hinaus, was deine Person anbelangt. Wäre das denn überhaupt ansatzweise denkbar, dass du über eine, ich sage ja nur mal denkbar, dass du überhaupt über eine Therapie vielleicht mal nachdenkst? Ich habe schon Therapien gemacht, aber ich gehe dann. Ich gehe dann, wenn mir das zu eng wird. Wenn das dann zu dem Punkt kommt, dann gehe ich. Und das ist ja genau der Fehler, ne? Ja, ich weiß, aber dann gehe ich. Das ist, dann gehe ich halt. Oder, das heißt, du hast Therapien gemacht und immer wenn es an den Punkt kommt, genau, dann gehst du. Dann gehe ich. Ja, dann eigentlich müsstest du es schaffen. Wenn du einen guten Therapeuten hast, eine gute Therapeutin, wo du Vertrauen zu hast. Ja, hatte ich bis jetzt. Müsstest du sagen, jetzt bleibe ich hier und rede. Ja, das ist aber zugeschlossen. Das kann ich nicht erzählen, das ist viel zugeschlossen. So. Ich weiß nicht, ob es Selbsthilfegruppen gibt von Eltern, deren Kinder sexuell missbraucht wurden. Ich vermute mal ja. Da werden wir uns jetzt mal schlau machen. Ich glaube, dass das auch auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle für dich wäre. Darüber hinaus möchte ich gerne auch, dass du über dieses Problem, dass du bei einem Therapeuten in dem Moment immer gehst, wenn es zu diesem ganz schlimmen Punkt kommt, dass du mit meiner Psychologin, mit der Simone, jetzt mal ein paar Worte sprichst. Ja, ja. Ist dir schon ein bisschen heikel, ne? Nee, es geht noch. Aber es ist ja nur Telefon, es ist ja völlig anonym und du kannst ja auch... Ja, es geht, anonym ist es auch nicht wirklich. Nein, natürlich nicht, aber du kannst ja sagen, dass du dann nicht weitersprechen möchtest. Ich dränge dich ja so ein bisschen hin, bitte verstehe das, weil ich so glaube, dass du stabil sein musst für dein Kind. Ja, ich weiß das. Ja, das weißt du ja selbst auch. Und dass du am besten stabil bist, wenn du alles richtig verarbeiten könntest, was mit dir passiert ist. Das ist der Hintergrund dessen, warum ich das so... Ja, ich weiß, weil dann bin ich immer am meisten eine Hilfe. Also genau, ganz genau, ja, ja. Ja. Wir machen es so, Angela, du legst bitte auf und meine Psychologin, die Simone, ruft dich an. Und alles weitere besprecht ihr beiden Frauen dann. Okay. Okay, alles Gute von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ihr lieben, Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema, ich bin ein knallharter Egoist. Ich möchte gerne mit Egoisten sprechen, mit Leuten, die sagen, na klar, wer ist denn sonst wichtiger als ich? Um mich geht es, um meine Interessen geht es, um meine Lust geht es, um meinen Erfolg geht es, um mein Geld geht es und so weiter. Und erst dann kommen vielleicht meine Partnerin oder mein Partner oder meine Freunde. Mit solchen Leuten möchte ich reden, die das so ganz selbstverständlich sagen. Da gibt es ja, wir müssen uns ja nur umsehen. Es gibt ja genügend Leute, die genau so funktionieren und so ticken. Würde auch gerne mit der anderen Seite sprechen. Ich sag's mal, mit Opfern von Egoisten, die sehr viel mit Egoisten zu tun haben, die vielleicht verbandelt sind, die vielleicht in einer Beziehung sind mit einem Egoisten und sehr darunter leiden, aber aus irgendwelchen Gründen nicht loskommen. Mit egoistisch, egomanischen, narzisstischen Menschen. Das ist unser Thema morgen. Und wenn ihr morgen mit mir reden wollt, könnt ihr eine Stunde vor der Sendung anrufen. Da sind die Leitungen ja immer geschaltet. Oder während der Sendung natürlich. Oder heute schon mailen unter domian@wdr.de. Jetzt begrüße ich ganz herzlich die Gabi. Und die Gabi ist 44. Hallo Gabi. Hallo Domian. Gabi, um was geht's bei dir? Um meinen Mann. Um deinen Mann. Mit einem schweren Seufzer. Ja. Was ist denn los mit dem Mann? Mein Mann ist manisch-depressiv. Wie lange schon? Seit 8 Jahren. Seit 8 Jahren schon? Ja. Ist er in Behandlung? Nicht wirklich. Was heißt das? Ja, er kommt zwar ab und zu in eine Psychiatrie
Und aber so richtig in Behandlung ist er nicht. Das liegt vielleicht auch daran, dass er Soldat ist und halt immer in Bundeswehrkrankenhäuser muss, wenn er nicht in Psychiatrien geht, die Ärzte ständig wechseln und er nimmt unregelmäßig Medikamente, geht alle 6 Wochen zur Kontrolle von irgendwelchen Spiegeln, die diese Medikamente halt da haben müssen und ansonsten hat sich das eigentlich. Mhm. 8 Jahre an der Seite eines manisch-depressiven Menschen zu leben, stelle ich mir sehr schwer vor. Es ist so, dass man, glaube ich, fast dran zerbricht. Mhm. Was ist für dich das Schlimmste? Das Schlimmste ist, weiß ich nicht, dass man nicht helfen kann und dass man auch keine Hilfe bekommt. Mhm. Oder erst Hilfe bekommt, wenn es eigentlich zu spät ist, wenn wirklich dann über Amtsärzte und solche Dinge eine Zwangseinweisung erfolgen muss. So war es schon? So war es. Mhm. Wie ist er dann, wie ist er dann, wenn eine Zwangseinweisung nötig ist? Er hält sich für den Größten, für den Reichsten, für den Potentesten, für den, ja weiß ich nicht. Ich glaube, der liebe Gott kommt noch weit hinter ihm. Mhm. Ist er sich dessen dann auch bewusst, dass das ein Ausdruck seiner Krankheit ist oder weiß er das in dem Moment gar nicht? Er weiß überhaupt nicht, dass er krank ist in dem Moment, weil es geht ihm gut, er braucht keinen Schlaf, er kann alles bewegen und ja, weiß ich nicht, er sucht, redet Leute an die Wand, hat Wutausbrüche und... Aber wer veranlasst dann die Einweisung in eine Psychiatrie? Du? Das kann ich gar nicht. Wer macht das? Das macht entweder die Polizei, die dann kommt und einen Amtsarzt beauftragt, der dann ein Gutachten erstellt. Mhm. Oder aber es ist auch schon vorgekommen, dass er direkt von der Bundeswehr aus dem Dienst raus weggebracht wurde. Mhm. Aber wenn das zu Hause passiert, könnte ich mir vorstellen, wenn er in so einer Phase ist des extremen Selbstbewusstseins, dann wehrt er sich doch bestimmt auch, oder? Ja, aber dafür gibt es doch Handschellen oder Kabelbinder. Wie lange dauert es dann, bis er dann wieder zu sich kommt erstmal? Ja, also die Medikamente schaffen es, dass er eigentlich so nach 6 Wochen ziemlich runterkommt. Aber immerhin 6 Wochen dauert es. Es dauert also 6 bis 7 Wochen dauert es bestimmt. Und das Problem ist dann, dass er danach eigentlich sofort in eine tiefe Depression fällt, wo dann genau das Gegenteil ist. Sich dann wie verhält? Er liegt den ganzen Tag im Bett, wartet auf Einbruch der Dunkelheit, geht nicht mehr raus, hat überhaupt keine sozialen Kontakte mehr und es ist alles dunkel um ihn rum und kein Ausweg, er kann nichts, er weiß nichts und solche Dinge halt. Mhm. Die Übergänge, sind die dann sehr schnell wieder in diese Höhe oder gibt es dann auch mal Phasen, wo er relativ normal ist? Ja, aber die halten 4 bis 6 Wochen an. Und dann geht es wieder in die andere Richtung? Dann geht es wieder in die andere Richtung. Dass er überhaupt dann noch seinen Beruf ausüben kann? Ja, ich glaube, weiß ich nicht, Soldaten und speziell Offiziere halten doch ziemlich zusammen, weil da wird das alles als normal hingestellt, da ist das auch kein Problem, wenn man ein Jahr mal nicht arbeitet. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Habt ihr Kinder? Wir haben eine Tochter. Wie alt ist die? Die wird jetzt 20. Das heißt, die hat das alles auch sehr bewusst mitbekommen. Sie hat es sehr bewusst. Sehr bewusst. Die letzten 8 Jahre, sagst du, dann war sie 12 und hat sie alles mitgekriegt. Wie geht es dir im Moment mit dieser Situation im Rücken? Schlecht. So schlecht, dass du auch schon darüber nachgedacht hast, deinen Mann zu verlassen? Ja. Das Problem ist halt nur, weiß ich nicht, das Umfeld, was dann sagt, jetzt lässt sie ihren kranken Mann im Stich und das kann man doch nicht. Und hinzu kommt, ich habe im Moment keinen Job. Er hat mir also auch gesagt, ich habe dieses Thema auch angesprochen, er würde also keinen Unterhalt bezahlen, er würde überhaupt nichts bezahlen. Und ich meine, das tut er jetzt auch schon, aber zumindest wohnen wir noch zu Hause. Und mein Arbeitslosengeld reicht also gerade, um meine Tochter und mich irgendwie über die Runden zu bringen. Mit den laufenden Kosten. Ja. Weil er sein Geld halt für sich ausgibt und wenn es nicht reicht, machen wir auch Schulden. Ah, er gibt sein Geld nur für sich aus, hauptsächlich? Nur für sich. Für was gibt das aus? Oh, für lauter sinnlose Dinge. Elektroflugzeuge und Motorflugzeuge, Benzinflugzeuge für Modellflug und
Fernseher und Auto. Noch ein Auto und das ist also überhaupt kein Problem. Ich gehe mal davon aus, dass er dann auch ganz ordentlich verdient in seinem Beruf. Ja. Ja. Und du stehst da und bekommst irgendwie eine kleine Ration Haushaltsgeld und das ist es dann? Nein, ich habe nur mein Arbeitslosengeld. Ach, er gibt gar nichts ab? Nein, er gibt gar nichts ab. Und er hat mir jetzt auch noch angedroht, von den Hypotheken, die auf unserem Haus sind, Strom, Gas, nur noch die Hälfte zu bezahlen. Und wenn... Aber du musst doch mal einkaufen gehen. Ja, das ist genau das, was gerade so reicht, mein Arbeitslosengeld. Und er isst aber von den Sachen auch, die du einkaufst? Wenn er dann da ist, weil manchmal weiß ich ja auch tagelang nicht, wo er ist. Aber immerhin, wenn er dann da ist, es gibt ja viele Sachen, die man im Haushalt auch so braucht, die man einkauft, das zahlst du alles von deinem Arbeitslosengeld. Ja. Und der Herr, der relativ gut verdient, gibt keinen Pfennig ab? Gar nichts. Wie lange geht das schon so? Das ist jetzt aktuell seit 4 Monaten. Vorher hat er das gemacht? Vorher hatte er kein eigenes Konto, weil er im letzten Jahr halt ziemlich viel Geld ausgegeben hat. Ja. Und die Bank auch sein Konto gekündigt hat. Mhm. Und durch die vielen negativen Schufa-Einträge er auch kein Konto bekommen hat. Ach so. Nur jetzt in der manischen Phase und in der depressiven Phase war es ihm eigentlich egal. Nur in der manischen Phase, jetzt hat er ein neues Konto eröffnet. Ja. Und seitdem hat er uns also hier den Geldhahn zugedreht. Und während er kein Konto hatte, wohin wurde denn sein Geld, sein Lohn überwiesen? Auf mein Konto. Auf dein Konto. Und konntest du dann darüber verfügen? Dann konnte ich darüber verfügen. Da konntest du. Aber da ist ja vieles im Argen bei euch. Es ist eigentlich alles im Argen. Es ist alles im Argen und alles, darf ich das Wort kaputt sagen? Ja. Hm. Das Problem ist halt nur, wovon soll ich gehen? Wann hast du aufgehört, deinen Mann zu lieben? Den ich geheiratet habe, nie. Und der jetzt ist, ich weiß nicht, vor 2 Jahren vielleicht. Hm. Glaubst du, dass diese starke Persönlichkeitsveränderung hauptsächlich auf die Erkrankung zurückzuführen ist? Ja. Hm. Glaubst du, dass er alles unternimmt, um richtig behandelt zu werden? Nein, weil er braucht ja nicht behandelt werden, weil ich ja grundsätzlich an allem schuld bin. Egal, ob ich irgendwas gemacht habe oder nicht. Und wenn es keine realen Gründe gibt, dann erfinden wir welche und lassen sie zur Wirklichkeit werden. Ach so. Das heißt, er sagt nicht, ich bin ein manisch-depressiv erkrankter Mensch. Nein, er sagt, ich bin zwar manchmal krank, aber dann schafft mich meine Frau aus dem Haus, damit sie freie Bahn hat für irgendwas, sei es für Liebhaber oder... Ach, das wirft er dir auch vor. Ja, klar. Mhm. Inzwischen ist es also so, wir wohnen hier in so einem kleinen Dorf am Niederrhein, dass also das halbe Dorf schon zu hören bekommen hat, meine Tochter und ich arbeiten als Prostituierte. Also Gabi, ich habe keinerlei moralische Bedenken, dir zu raten, trenne dich von deinem Mann, auch wenn dein Mann krank ist. Keinerlei moralische Bedenken. Nach dem, was du mir jetzt alleine in diesen paar Minuten erzählt hast. Was ich natürlich nicht weiß, ist, wie du dich finanzieren könntest und wie das alles zu regeln ist. Ja, und das andere ist halt, dass ich, weiß ich nicht, halt auch unheimliche Schuldgefühle habe. Wenn du ihn verlassen würdest? Ja, oder jetzt schon. Und irgendwo auch, weiß ich nicht, wenn man so jahrelang zu hören kriegt, woran man überall schuld ist, egal ob real oder nur fiktiv, es ist halt immer, weiß ich nicht, irgendwie steht da Tropfen höhlt den Stein. Und hast du denn einen Menschen, mit dem du mal, dem du oft, so wie wir beide jetzt auch reden, so richtig die Seele ausschütten kannst? Ja, da gibt es einen einzigen. Ein Mann? Es ist ein Mann, ja. In dem du auch, wo auch Gefühle mit dem Spiel sind? Nein. Das nicht. Also einfach nur ein richtig guter Freund. Ein richtig guter Freund, ja. Das ist ja schon sehr viel wert, wenn man so zumindest einen Menschen hat. Ja. Hm. Jetzt höre ich die Musik im Hintergrund. Dieses bedeutet, diese Sendung ist vorbei. Ich möchte das nochmal ganz, ganz klar betonen, dass ich finde, aufgrund dessen, was du mir gesagt hast, dass du aus dieser Beziehung rausgehen solltest. Dass du da auch keine Schuldgefühle haben musst. Ich weiß aber auch, dass man die nicht so einfach wegpusten kann und sagen, du brauchst keine haben. Man hat sie dann doch. Und das ist ja ein komplizierteres Problem mit Schuldgefühlen. Ja. Würde gerne auch noch, dass du jetzt mit meiner Psychologin noch weiterredest. Weil ich glaube, dass du auch neben deinem Freund noch ein bisschen professionelle Unterstützung brauchtest, um eben auch mit diesen grundsätzlichen Gefühlen fertig zu werden. Mhm.
Du legst bitte auf, meine Psychologin ruft dich an. Ja, gut. Alles Gute von Herzen, Gabi. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Das war's für heute, meine Lieben. In der Technik war Annette Bastian. Morgen haben wir eine Themennacht und morgen heißt unser Thema: Ich bin ein knallharter Egoist.